Zur Sitzeinstellung an den Geräten. Ihr habt an allen Nautilus-Geräten diese blauen Hebel hier. Überall, wo ihr einen blauen Hebel habt, könnt ihr was verstellen. Wenn ihr hier den Hebel ranzieht, könnt ihr den Winkel von der Rückenlehne verstellen. Ja, ranziehen könnt ihr auch wieder zurückdrücken. Und ihr habt hier unten am Sitz auch einen blauen Hebel. Wenn ihr drauf sitzt, könnt ihr das ganz einfach nach unten fahren. Wenn ihr wieder aufsteht, könnt ihr das nach oben fahren. Jetzt ist es wichtig, dass das hier im richtigen Winkel eingestellt wird, so dass ihr, wenn ihr jetzt die Brustmuskeln trainieren möchtet, nach vorne drückt und nicht zum Beispiel, wenn ihr einfach zu tief sitzen würdet, hier nach oben drücken würdet. Das bedeutet, richtig eingestellt wäre es in meinem Fall jetzt hier. Ihr achtet bitte darauf, dass ihr das Gewicht nicht fallen lasst, sondern dass ihr eine schöne, kontrollierte Bewegung macht. Am besten das Gewicht ein Stückchen schweben lassen. Langsam loslassen. Das gilt für jedes Gerät. Ebenfalls an jedem Gerät funktioniert die Gewichtseinstellung folgendermaßen. Das kleinste Gewicht ist immer 5 Kilo. Bei den meisten Geräten ist es 125 Kilo. Ihr könnt das Gewicht ganz einfach hier reindrehen. Immer im 5er-Stück funktioniert das. Und ihr habt einen kleinen Schalter, den ihr noch von 0 auf 2,5 bewegen könnt. Das bedeutet, ihr addiert dann nochmal 2,5 Kilo zu dem Gewicht, was hier schon unten steht. Ihr hättet in diesem Fall also 27,5 Kilogramm.